Da sind wir wieder. Let's Play Final Fantasy 8 geht in die nächste Runde. Ja, was die Kinder da labern, ja. Wir haben die Entführung des Präsidenten vermasselt, aber wir versuchen es wieder. Wisst ihr, ob was in Entführung bedeutet? Ja, einfangen und auf den Popo hauen. Irgendwie so, so ein Quark labern die da. Und hier ist der Fernsehsender. Rücksetzen. Jo. Muss eben gerade mal die Stoppuhr neu starten. Ja, was für ein fetter Flatscreen. Wow, riesiger Bildschirm. Was ist das denn eigentlich? Dieses Störsignal wird auf sämtlichen Frequenzen gesendet. Sie müssen erst beseitigt werden, bevor man hier was senden kann. Stimmt eigentlich. Der Präsident ist jetzt im Studio. Da sind Millionen von Wachsoldaten, wir kommen da niemals rein. Was machen wir jetzt? Ach, Cypher übernimmt das schon. Der kann Millionen von Soldaten alleine kaputt machen und kommt zum Präsidenten. Wir ändern den Plan. Wenn der Präsident weg ist, ziehen sich die Soldaten bestimmt zurück. Wir gehen dann auf Sendung. Zwar ist es nicht mehr so spektakulär, aber es geht nicht anders, oder? Wir sollten da wirklich nicht hineinstürmen. Mach dir keine Gedanken über uns. Doch. Wir fügen uns deinen Befehlen und kämpfen. Das ist unser Job. Ich bin ein Ziel. Ich bin zu allem bereit. SpongeBob. Ich bin bereit. Das ist doch dämlich. Nur blind gehorchen, ist das euer Job? Dann habt ihr sicher ein sehr leichtes Leben. Ja, ja. Sag, was du willst. Wir sind das Werkzeug für eure Ziele. Obwohl ich denke, dass ihr es nicht schafft. Was willst du? Sprich dich aus. Mit Vergnügen. Wie ernst meint ihr das Ganze eigentlich? Pläne aushacken, als wäre es ein Kinderspiel. Und diese Pläne ändert ihr auch nach Lust und Laune. Ohne unsere Ratschläge seid ihr raufgeschmissen. Denkst du, uns macht es Spaß, Amateuren wie euch zu gehorchen? Das war ein bisschen zu hart. Ha, ich entschuldige mich niemals. Never! Irgendwie habe ich mich geirrt. Ich dachte, dass alles klappt, wenn die Seeds herkommen. Aber das ist nicht so einfach. Ihr seid Auftragnehmer und nicht unsere Kumpels. Die Mission wird abgebrochen. Wir ziehen uns erstmal zurück. Wir sollten da wirklich nicht hineinstürmen. Eine Frage habe ich noch. Sehen wir denn echt so aus, als würden wir nur herumspielen? Aber es ist uns ernst. Tierisch ernst. Heul doch. Mami! Was zum... Geht die Sendung jetzt los? Holt Popcorn raus, Leute. Der Präsident geht aus Sendung. Zack. Stille. Test, Test. 1, 2, 3. Wow. Liebe Zuschauer, können Sie mich sehen? Können Sie mich hören? Diese Sendung kommt nicht aus dem Netz, liebe Zuschauer. Das ist das erste Mal seit 17 Jahren. Ja, das erste Mal seit 17 Jahren wird eine Sendung per Funk übertragen. Es ist unglaublich und er hat das D in Zeit vergessen. Das hat mich verwirrt. Verzeihung, ich habe vor lauter Aufregung die Fassung verloren. Der gabardianische Präsident, gewählt auf Lebenszeit, wird nun eine Rede halten. Meine Damen und Herren, Präsident Dilling! Ja, jetzt verziehe ich, du Nichtskönner. Kannst dich meine Anfangsrede halten, Spast. Meine Damen und Herren, George W. Bush. Hallo meine Freunde, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen hiermit einen Vorschlag unterbreiten. Wir sind dazu bereit, alle Konflikte beizulegen. Wusste ich doch, er will Frieden schließen. Leider existieren immer noch kleine Probleme, die wir noch lösen müssen. Was? Osama, wo bist du?
Ich möchte ein Treffen mit allen Staatsoberhäuptern einberufen. Bei dieser Gelegenheit werde ich unsere neue Botschafterin vorstellen, Angela Merkel. Hey, 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 sind die alle wie eine Botschafterin? Sie ist eine Hexe. Hexe? Was ist hier los? Oh mein Gott, nein! Cypher! Saddam Hussein hat sich als kleiner Junge verkleidet und versucht mich zu entführen. Was macht ihr denn da? Und Christus Treppe? Geht nicht zu nah ran. Was machen wir jetzt, Nova? Hört auf, ihr provoziert ihn nur. Wir arbeiten jetzt für die Waldeule. Das hat uns jetzt nicht zu interessieren. Timbertrupp, hört ihr mich? Kommt bitte schnell her. Ihr habt die Befugnis, ich brauche euch. Nova, Chef! Ja. Gehen wir los. Und während ich die Treppe hochlaufe, kann ich Selfie unter dem Minirock gucken. Ja! Renne. Und wie hat er es in der Blackscreen-Zeit geschafft, an Selfie vorbeizukommen? Ich werde ihn verhaften. Was machst du denn hier? Siehst du doch, was wollt ihr jetzt mit ihm? Was wir wollen? Verstehe. Er kennt Arisa. Ist er ihretwegen hier? Ich hab's. Du bist wegen Arisa hier. Halt bloß die Klappe, Hasenfuß. Er hat die Wachen überrumpelt und ist aus der Haft entflohen. Und weswegen wurde er verhaftet? Du Vollidiot. Xell, bitte. Halt den Mund. Ich kapier's jetzt, Quistis. Wir bringen ihn wieder in den Garten zurück. Halt's Maul! So, so. Ihr seid also von Garden. Wenn mir was passieren sollte, wird Gabardi Armee alle Gardens vernichten. Let me go now! Jetzt haben wir wirklich Probleme. Und wessen Schuld ist das? Ich hau jetzt ab. Viel Spaß noch, Leute. Nein! Don't! Let me go! Hey, I'll pay everything you want. I'll suck your dick. Hinterher, das müssen wir sehen. Armer Junge. Hat er nicht gesagt, Angela Merkel wäre die Hexe? Die habe ich mir anders vorgestellt. Kommt nicht näher. Hey, it's not Angela Merkel. She's another woman. She's beautiful. This can be. Geh weg. Hey, what's going on here? What is this bright light? Das Kind in dir sagt, geh weiter. Der Mann in dir sagt, geh zurück. What the hell is she talking about? Du weißt nicht, was nun richtig ist. What the heck? Du brauchst Hilfe. Du willst doch aus in der Misere befreit werden. Fresse! Es ist keine Schande, um Hilfe zu rufen, noch bist du ein kleiner Junge. Hey, listen to her, boy. Nenn mich nicht Junge. Du willst kein Junge mehr sein? Hast es erfasst. Ich bin ein Mann. Ich bin kein Junge. Ich bin ein echter Kerl. Siehst du nicht, wie lang mein Schwert ist? Dann geh doch, Bushy Baby.
Wenn du nicht mehr zurück willst, nimm Abschied von deiner Jugend. Ciao, Jugend! Bye, bye! Es war schön mit euch. Ich werde die Zeit niemals vergessen, als ich dir das Gesicht zerschnetzelt habe. Und ich weiß ganz genau, dass der Ausgang hier hinter diesem Teil ist und... Woo! Confusing Magic. Sie haben sich geportet. Nein. Ein Magier aus WoW hat ihnen geholfen zu entkommen. Was ist passiert? Und sie kam komischerweise genau aus der Richtung, in der ein Busch entflohen ist. She's Monica Lewinsky! Wo ist denn Cypher? Entschuldigen, Sie sind sie. Monica Lewinsky. Keine Ahnung. Du weißt nicht, ob du Monica Lewinsky bist? Das ist schlecht. Ihm wird doch nichts passieren. Bright Light! So, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao!